Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Heute möchte ich mit der Produktion von Highspeed-Anschluss starten. Alles weitere nach dem Intro. Okay, zuerst starten wir dann bei dem Katerium. Die Produktion müssen wir nämlich zuerst einmal aufbauen. Da starten wir mit dem Miner. Dann schon mal nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dann einmal hier gehen wir einfach direkt dann nach oben. Gut. Das reicht auch nicht. Wir brauchen 315. So. Okay. Jetzt fehlt noch ein Stromanschluss. Könnten wir uns von da wegnehmen. Tja. Und dann bringen wir den da oben drauf und da dran. So sieht das doch schon mal gut aus. Dann machen wir hier unten weiter. Da habe ich schon eine kleine Plattform aufgebaut. Die sollte eigentlich auch dafür ausreichen. So, Schmelzöfen. 7 Stück. So, rechnen wir nochmal schnell nach. Ja, das passt. Dann die Logistik. Gut.
Dann nehmen wir uns den Strom. Von hier irgendwo weg. Auch von da. Okay. Dann einmal die Förderbänder wieder in die andere Richtung. Fehlen noch die Konstruktoren für den Turbodraht. Davon brauchen wir 8 Stück, die bauen wir einfach direkt davor. Bauen wir nicht direkt davor. So, das so rum. Die können wir hier mal reinpacken. Das stellen wir noch alles ein. Dann machen wir gleich 480 Turbodraht. Mehr können wir eh nicht transportieren. Transportieren wir dann in dieser Richtung diesmal. Oder vielleicht doch direkt in diese Richtung. Das wäre egal. Oder wäre das nicht egal? Hm.
wäre egal, deswegen drehen wir es wieder rum. Okay, dann fehlt noch der Stromanschluss. So, dann hätten wir das mit dem Turbodraht schon mal erledigt. Dann setzen wir hier. Ja, das macht Sinn. Genau. So machen wir das. So, dann muss ich einmal probieren. Es klappt, es geht. Machen wir das so. Schauen wir das nochmal schnell um. Okay, dann starten wir mit der Manufaktur für die Highspeed-Anschlüsse. Davon bauen wir dann hier zwei. Den stellen wir ein. Genau. So, dann nehmen wir uns den Stromanschluss mit. Gut. Okay. Dann springen wir einmal hier nach oben. Machen uns die Logistik fertig. Das passt nicht. So, passt es schon wieder. Okay. Yeah.
So, dann noch einmal schnell nach unten. Schauen wir mal. Ja, das hängt ja gar nicht mal so gut. Und dann fehlt noch der letzte hier. Das auch nach oben. Dann benötigen wir hier noch schnell die Logistik in diesen Lagercontainer. So. Dann bauen wir hier mal einen Großlagercontainer hin. Gut, dann produzieren wir jetzt auch eigenständig die Highspeed-Anschlüsse, was ich jetzt auf jeden Fall noch tun müsste, wäre den Turbodraht, den wir zu viel produzieren, in einen Lagercontainer zu bringen. Überlaufen. Ja. So. Dann einmal hier nach unten.
haben wir schon das nächste Problem. Dass uns nämlich hier jetzt die Stahlbetonträger ausgehen. Ich muss Sachen nochmal schnell welche holen, aber ich glaube, die Produktion läuft auch nicht mehr so schnell, wie sie mal war. So, einmal hier irgendwo. Da? Oh doch. Da kamen wieder neue. So. Gehen wir damit hier durch. Okay. Und dann tja. Das ist eine gute Frage. Wie wir das jetzt lösen? So wäre das gut. Okay, wenn wir schon hier sind, dann schauen wir auch mal schnell noch nach, ob wir hier noch was abschließen können in der Forschung. Bei Capterium. Das ist hier, da brauchen wir nämlich KI-Begrenzer und Highspeed-Anschlüsse. Okay. KI-Begrenzerkabel habe ich doch sogar bis hierhin geleitet. Die wären hier. Gut, dann gehen wir noch nach den Highspeed-Anschlüssen schauen. Sehr gut. Die sollten fürs Erste reichen. So, dann erforschen wir zuerst die Supercomputer. Hätte ich bloß Computer mitgebracht. Da habe ich hier noch welche. Nein, die hat sich schön eingeräumt. Dann gehen wir uns die dann schon holen.
Jetzt aber. Sehr gut. Jetzt können wir Supercomputer bauen. Das können wir auch erforschen. So, jetzt schauen wir schnell. Das Supercomputer. Okay, dafür brauchen wir nämlich die Sachen hier. Gut, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das wird wohl etwas dauern. Dann habe ich wieder alles für heute erledigt. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.